Das Surfboard-Duell. Willi, 13 Jahre, behauptet, ich schaffe mehr Seilsprünge auf dem Surfboard als Profisurfer Sebastian Steudner. Die Gegner haben jeweils eine Minute Zeit, so viele Seilsprünge wie möglich auf einem Surfbrett zu machen. Wer herunterfällt, kann innerhalb der Zeit wieder aufsteigen und weiterspringen. Wer mehr Sprünge schafft, gewinnt das Duell. Willi als Herausforderer beginnt. Klein gegen Groß, auf los geht's, los! Zeit läuft mit dem ersten Board. Es gilt natürlich, Balance zu halten auf dem Board. Vor allen Dingen auch schön in der Mitte zu bleiben, damit kein Wasser aufs Board kommt, denn das Wasser würde im Zweifel natürlich das Seil bremsen. Aber Willi ist richtig gut unterwegs. Willi, es ist noch eine Menge Zeit. Noch 20 Sekunden. Und der Ehrgeiz ist groß. Zieh's durch, Willi, komm! Noch 10. Oh, komm, komm! Super! Sensationell, Willi. Es waren 161. Ja? 161. Sensationell. Volle Konzentration, da hat man es wieder gesehen. Wettkampftyp, ja, einfach total fokussiert, wenn es drauf ankommt. So, da muss der Sebastian sich jetzt strecken. So viel steht fest. Also 161. Leg's einfach am Boden. Ich hol mal den Sebastian in der Zeit. Wow. Es ist soweit, Sebastian. Ja. Bereit? Okay, dann auch für dich, wann immer du willst. Auf los geht's, los! Natürlich für ihn, weil er auch. Es ist schwieriger für ihn, weil er schwerer ist. Du kannst ihm gerne gratulieren. Das zeigt einmal mehr, wie schwer das ist. Natürlich auch, weil es natürlich auch, klar, mehr Gewicht heißt natürlich auch, das Brett bewegt sich mehr. Aber wir haben gesehen, ne, absoluter Profi, der Willi. Und wir sagen immer, wo ein Willi ist, ist auch ein Weg. Ne? Und das hast du gezeigt, Willi. Glückwunsch zum eindeutigen Sieg.